Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Ja, so schön, dass es endlich losgeht. Ich freue mich so sehr. Also ich habe ja schon länger die Idee gehabt, einen Podcast zu machen, habe schon einige Folgen selber aufgenommen, aber mich noch nicht darum bemüht, das wirklich zu veröffentlichen. Und jetzt weiß ich auch, warum. Weil uns kam tatsächlich die Idee, dass wir das mal zusammen machen. Und es ist wie zu uns geflattert. Und ich freue mich gerade so, dass wir jetzt wirklich starten. Und wir wollen in diesem Trailer, in diesem Teaser erstmal so ein bisschen, ja, dir einen Eindruck davon geben, wer wir überhaupt sind und warum wir diesen Podcast machen. Und da würde ich das Wort direkt an dich, Mama, weitergeben. Ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie mir geschieht, dass wir jetzt tatsächlich gemeinsam einen Podcast starten. Also mein Name ist Irmgard Anna Bronder und ja, vom Passalter her steht die 6 schon vorne. Ich kann selbst gar nicht glauben. Eines meiner Glaubenssätze fällt mir gerade nebenbei ein. Die Kinder werden älter, ich werde jünger, aber vom Passalter steht einfach die 6 schon da vorne. Und Podcast ist etwas, was immer mal wieder so in meinem Mind drin war. Ich habe es aber immer wieder zur Seite geschoben. Ich bin ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren, die ersten Jahre, viele Jahre nebenberuflich selbstständig, wo ich Menschen dabei begleite, wirklich in ihre volle, wahre Kraft und Größe zu kommen und sich ein freieres Leben zu gestalten. Ich komme ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst. Wir sind als Familie ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange auch zusammen mit unseren gemeinsamen wunderbaren Kindern. Madeleine hat noch einen wunderbaren Bruder. Wunderbaren Papa gibt es noch an unserer Seite. Und mein Anliegen ist es einfach, dich, die Menschen da draußen wirklich so im Herzen zu berühren, dass du mal erkennst, was für ein machtvolles Wesen du in deinem Kern bist. Dass viel, viel mehr in dir verborgen ist und vermutlich hast du auch das Gefühl, da muss noch mehr in meinem Leben möglich sein, dass du das mal erkennst. Und da ist dieser Podcast hier unser gemeinsames Baby, um es mal so auszudrücken, eine wunderbare Variante entstanden, um dich da wirklich zu inspirieren, im Herzen zu berühren und dir Inspirationen zu schenken, indem wir hier wirklich auch ganz offen und ehrlich, authentisch vor der Kamera uns leiten und führen lassen und über die Dinge mit dir sprechen, die uns gerade bewegen und berühren. Und ich weiß jetzt schon, das ein oder andere Mal so authentisch unterwegs zu sein, wird auch für mich eine Challenge sein. Aber darum geht's hier. Nicht zu verstellen, sondern authentisch die Dinge mit dir zu teilen, die aus meiner Sicht jetzt gesprochen mich gerade berühren, meine Learnings, meine Weiterentwicklung und was auch immer auf allen Ebenen, was denn gerade so ansteht. Genau. Ja, ja. Damit gebe ich nochmal ab an dich, Madeleine. Ja, ja. Ich meine, der Titel des Podcasts, der sagt ja auch schon viel aus. Also es geht ja auch um Gespräche zwischen Mutter und Tochter. Gleichzeitig ist es so unser Anliegen, ja vor allem auch diese persönliche Weiterentwicklung, der wir uns sehr widmen, ja mit dir zu teilen. Und da gehört auch dieser Punkt der Authentizität mit dazu, dass wir ganz ehrlich und offen halt sprechen. Und ja, ich habe jetzt ganz viele Gedanken im Kopf. Ich sammle es mal. Also ja, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin ein 2000er Kind, bin die Tochter von der Irmgard. Und ja, also für mich, ich sag mal so, meine Reise der Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne, also dass ich da wirklich mich so mit beschäftige, die hat damals 2016 angefangen, als ich
war sie gerade 16, nee, 2017 war es. Da war ich gerade 16 Jahre alt und habe mich zum ersten Mal in ein Seminar gesetzt, wo es halt wirklich um das Thema geht, sich persönlich weiterzuentwickeln, sein eigenes Ding zu machen. Und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen und bin dem wirklich, also ich verschreibe mich dem jeden Tag, mich selbst neu zu entdecken, das Leben mehr zu verstehen, mehr zu entdecken und zu einem noch schöneren zu machen, als es sowieso schon ist. Und ja, auf dem Weg kamen natürlich ganz, ganz viele Begriffe, sage ich jetzt mal, so die eigene Wahrheit, die eigene Größe, was ist denn Bestimmung, wie finde ich denn Lebendigkeit, was ist denn das, andere fühlen das irgendwie und was ist denn das überhaupt? Und noch ganz, ganz viele andere Dinge, die mich auf dem Weg da, die mir da begegnet sind und eben auch ihre Rolle auf meinem Lebensweg gespielt haben. Und ja, das ist wohl so ein kleiner Einblick, worum es auch in diesem Podcast gehen wird. Ich denke, dass wir da ganz, ganz viele Themen ansprechen werden. Und ja, so die Absicht ist so, dass du für dich selber herausfindest, was ist denn deine eigene Wahrheit? Weil wir werden hier ganz viel teilen von uns, wie wir die Welt sehen, wie wir die Dinge empfinden. Und um da einfach auch mal so einen gedanklichen Anreiz zu geben und gleichzeitig die Einladung an dich als Zuschauer, Zuhörer, je nachdem, welches Format du dir da jetzt gerade anhörst oder ansiehst, dass du deinen eigenen Weg gehst. Und dass du wieder halt zu deiner Lebensfreude findest, weil wir beide kennen auch, ja, so ein Leben ohne diese Art Lebensfreude, ohne dieses Ja zum Leben, mit so einer Ablehnung von innen heraus. Und da werden wir sicher noch irgendwie drauf eingehen, das zu erzählen. Aber jetzt mal so in aller Kürze halt so, ja, das sind wir und das ist so unsere Absicht. Ja. Und in mir kommt auch gerade, wenn ich das noch teilen darf, so eine Dankbarkeit auf, weil ich mich jetzt so auch zurückversetzt gefühlt habe in das Jahr 2017. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft für dich hier. Als ich so angefangen habe, in eine andere Richtung zu gehen, ohne zu wissen, geht die Familie überhaupt mit den Weg. Erste Botschaft für dich, du darfst vorgehen. Du darfst deinem Herzen vertrauen, deiner Seele vertrauen, den Ideen, den Impulsen, also deiner eigenen Wahrheit zu folgen. Und meine Wahrheit und meine Idee war damals, auch die Kinder mit ins Boot zu nehmen und ihnen Alternativen einfach aufzuzeigen und ihnen vor allem, und das war der Grund, warum wir damals auch gemeinsam auf Seminare gegangen sind. Du sprichst da wahrscheinlich ein spezielles Seminar, was so der Anfang unter anderem war, an. Weil ihr ja auch das klassische Schulsystem durchlaufen habt und das ist ja auch alles wunderbar und war ich ja auch d'accord mit. Nur wollte ich einfach euch auch zeigen, dir auch zeigen, dass es dahinter auch noch viel, viel mehr gibt, als das, was uns so klassischerweise gezeigt wird und beigebracht wird. Und dafür bin ich gerade mir selbst dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, dich auch mitgeschleppt habe auf Seminare. Ich erinnere mich gerade noch an ein Seminar, wo dann bewusst wurde, da ist ja Fasching und wir gehen zum Seminar und du dann auch so zwischen den Stühlen gehockt hast. Fasching oder Seminar? Und ja, also das ist die Botschaft, warum ich das jetzt einfach so teile für dich als Zuhörer oder auch Zuschauer, je nachdem, wo du uns hier entdeckst, wirklich deinen Impulsen zu vertrauen. Ich hatte damals den klaren Impuls, in eine andere Richtung zu gehen. Und da ist es für dich jetzt auch egal, wo du jetzt stehst, ob du jetzt dich als Kind hier wiederfindest oder als Mama oder ob selbst wenn du keine Kinder hast und uns hier entdeckt hast,
Erlaub dir, zu deiner eigenen Wahrheit zu stehen. Deine Seele, dein Herz wollen dich nie irgendwie übers Ohr hauen. Die Impulse, die du hast, die hast du, weil sie aus deinem tiefsten Selbst herauskommen. Und denen darfst du folgen. Und da werden wir ganz viel noch in den nächsten Folgen hier in die Tiefe gehen. Ja, ich wollte auch noch einen Punkt ansprechen, Authentizität, ne? Also dieses Wort, das haben wir jetzt ja schon mehrfach fallen lassen. Und vielleicht denkst du gerade so, ja, okay, die treffen sich hier anscheinend gerade über Zoom und nehmen hier irgendwie was auf. Wie ist die Idee überhaupt entstanden, das Ganze so zu gestalten? Weil wir sind ja jetzt auch nicht 24/7 zusammen, wie man ja jetzt gerade sieht. Also die Mama ist jetzt gerade in Zypern zu Hause, wo wir sind ja ausgewandert und ich bin gerade quasi auf Reisen unterwegs. Und es ist aber Tatsache, dass wir uns fast täglich, also montags bis freitags auf jeden Fall mal immer, treffen und wirklich ja, miteinander telefonieren. Und wir haben da so unsere Rituale, die wir zusammen machen, weil wir ja auch ein Unternehmen zusammenführen. Und ja, wir haben da so unsere Rituale und wir reden halt wirklich viel miteinander. Wir reden halt wirklich offen miteinander. Und der Papa hat mal gesagt, ja, wie so zwei beste Freundinnen miteinander. Und ich habe auch schon öfter gemerkt, da ist so teilweise Unverständnis bei anderen, teilweise so ein Wow, also ihr redet so miteinander. Wir haben auch ganz viel Feedback schon bekommen, wie wir als Familie miteinander so sind und wie, ja, wie wir einfach miteinander sprechen, dass das tatsächlich nichts in Anführungsstrichen Normales ist, sondern wirklich was, wie sagt man, nichts Selbstverständliches ist, sondern wirklich was Besonderes. Und so kam halt die Idee, dazu einfach einen Podcast zu machen, das einfach zusammen zu machen. Weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe schon einige Podcast-Folgen selber aufgenommen gehabt. Und ich finde es aber auch ganz spannend, in unseren Gesprächen, wenn wir so telefonieren, dann kam es auch ganz schön oft vor, dass ich gedacht habe, warum haben wir das jetzt nicht aufgezeichnet? Ich hätte mir das gern nochmal angehört, was wir da so gesagt haben, was du gesagt hast, was ich gesagt habe, was da für ein Feedback war. Und deswegen, so kam dann die Idee, dass wir da einfach Podcast, also ist ja das Einfachste überhaupt, das Offensichtlichste überhaupt. Genau. Also wir sprechen da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt, philosophieren auch mal und haben da so oft resultierend aus diesen Gesprächen, die oft oder meist auch so tiefgehend sind, so viele Erkenntnisse für uns, ja, dass wir das einfach weiter teilen müssen und möchten. Ich nutze ja das Wort müssen nicht gerne, aber in dem Fall muss ich es nutzen. Weil das muss mit der Welt da draußen geteilt werden. Jeder von uns, das klingt jetzt ein bisschen, ja, abgelutscht, dieser Ausdruck, ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber letzten Endes, ich finde auch keinen anderen Ausdruck dafür. Das ist doch das, was wir für die Welt wollen, warum wir auch hier sind. Wir sind hierher gekommen, um wirklich unser wahres Potenzial zu erkennen und zu leben. Und wir sind hierher gekommen, um ein Beitrag auch zu sein. Deshalb sind wir ja so mitfühlend und feinfühlig. Und darum geht's einfach, das wieder zu erkennen. Und so haben wir uns leiten lassen, bis jetzt tatsächlich dieser sensationell großartige Podcast an den Start geht. Ich kann es nicht anders definieren. Genau. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du mit uns auf die Reise gehst und vor allem für dich auf die Reise gehst. Und ja, ganz, ganz, ganz viel Spaß, viele tolle Erkenntnisse beim Anhören des Podcasts. Deine Madeleine und Und die Irmgard, bis zum nächsten Mal. von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst.
Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milina.